Hallo, willkommen bei Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Heute mal cool, und zwar machen wir heute Steaks mit einer Zuckerrüben-Sesamkruste. Total geile Nummer und relativ einfach zu machen. Und wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Die Nummer ist total einfach und da steht auf so einfache Nummern und man braucht ja nicht viel dafür. Und als allererstes brauchen wir Stücke Schweinesteak. In dem Fall habe ich hier Kamm oder Nacken oder in dem Fall habe ich es aus Österreich vom Biohof La Bonka. Da heißt es in Österreich, sagt man dazu Schopf, an Schopfsteak. Die Österreicher haben eine komische Bezeichnung dafür. Aber Schopf ist im Prinzip österreichisch Nacken. Im süddeutschen Bereich sagt man Hals, ne? Und in so ostdeutschen Bereich Kamm, also alles, was hier oben aus dem Schweinenacken rauskommt. Siehst du von der Farbe hier, Knüller an der Stelle. Ich würde sagen, tja, mit zugekniffenen Augen sieht es fast aus wie Rindfleisch, weil es so dunkel ist. Die fällt mir schon mal gut. Davon machen wir zwei schöne Steaks. Dann habe ich hier so 2-3 Esslöffel Sauereirapp. Wenn ihr den nicht habt, dann könnt ihr euch den nachmischen. Das findet ihr auf www.klausgrill.de, wie übrigens auch dieses Rezept hier. Dann brauchen wir 2-3 Esslöffel Sesam. Da ist er. Hab noch 2-3 Esslöffel Goldsaft, also so Zuckerrübensirup. Da gibt es auch in jeder Region einen eigenen. Ich mag den sehr gerne, aber ich habe auch schon gehört, dass es im kölnischen Raum, da heißt es durch Rübenkraut, das Zeug. Also komisch, wenn man so Rezepte macht, muss man schon fast so einen Übersetzer quer durch Deutschland machen, weil alles irgendwie überall woanders heißt. Also finde ich immer wieder schön, oder? Ja. Ja, hat was. Dann habe ich natürlich noch einen Kerntemperaturthermometer, einen Silikonpinsel und eins ist deutschlandweit einheitlich, ein Schabelmesser und ein Brett. Da schneiden wir uns jetzt zwei schöne Steaks runter und zwar ungefähr so 2-2,5 cm dick. Der Name von dem Schwein weiß ich nicht, meine Frau sagt, ich sollte den erwähnen, das ist Sonnenschwein, heißt die Handelsbezeichnung von den Tieren. Warum auch immer, bin ich von der Reifung, siehst du, drückst hier drin, Beule bleibt drin. Und wie immer kann man sich merken, wenn man sowas bei Fleisch sieht, dann ist es super. Und wenn du sowas bei Fisch siehst, dann ist es doof. Aber wir haben Fleisch vor uns, von daher ist es in Ordnung. Und auch hier die nächste Scheibe runter. Genau so muss das aussehen. Die werde ich jetzt vorwürzen an der Stelle mit dem Sauereirapp. Da ist Koriander drin, da stehe ich drauf. Also wer nicht auf Koriander steht, der kann den direkt ausmachen. Weil es schmeckt schon nach Koriander nachher. Und ich finde so ein gutes Schwein und Koriander, das ist einfach eine Verbindung, die man da schafft, die wirklich ja, Sinn macht. Hast du jetzt auch keine Angst, dass die Würze verbrennen auf dem Grill, nein? Nö, also die werden schon so ein bisschen Farbe ziehen. Und ja, mit den verbrannten Gewürzen ist das immer so eine Sache. Die einen sagen, die verbrennen und die anderen sagen, naja, die werden halt dunkel. Und ich denke eher, ja, die werden dunkel. Und jetzt an der Stelle werden die auch sicher dunkel werden. Und aber die heben, auch wenn sie warm sind, die heben die doch auch ihre ätherischen Öle ab, weißt du? Und die werden an das warme Fleisch abheben. Und das ist doch nicht schlimm. Also ist so, im Tiefkühlzustand würde keiner anfangen zu würzen. Und wenn die jetzt richtig schwarz wären, dann ist es ja auch so, dass die nicht direkt bitter sind oder so, wie alle sagen, sondern die werden einfach zu Kohle und Kohle schmeckt da nichts. Dann hast du außen ein bisschen mal dran, was da nichts schmeckt. Also im Großen und Ganzen finde ich, hat das mehr Vorteile, wenn man würzt, vorher würzt, als ob man gar nicht würzt. Und deshalb werden wir das jetzt an der Stelle tun und dann aber noch 2-3 Minuten liegen lassen, dass sich die Würze so ein bisschen mit dem Fleisch verbinden können und nicht nur locker oben drauf liegen. So, die Steaks haben geruht und jetzt kommen die auf den Grill. Licht an, Steak drauf. Und weil wir zwei haben, legen wir auch zwei drauf. Und den Deckel machen wir jetzt für eine Minute zu. Und der Grill ist jetzt so viel jetzt, dass wir die Hand so rüberhalten können und so 1, 2, 3. Und wenn wir sie wegziehen, wenn es dann so heiß ist, dann hat die richtige Temperatur. Das haben wir hiermit gemacht. Und deshalb ist es schön, wenn man so ein Thermometer oben hat. Aber im direkten Grillen guckst du viel lieber so mit ihr Spür über die Hand über den Rost. Also nicht auf den Rost. Das schaffst du nicht bis 3 zu zählen, sondern über den Rost, um da zu gucken, wie heiß tatsächlich ist. Nach der ersten Minute kommt die erste Drehung. Könnte was werden, oder? Ja. Und der fängt jetzt schon richtig an zu riechen hier nach dem Fleisch und nach den Gewürzen. Schön ist das. Und jetzt werden wir das Fleisch jeweils noch einmal drehen und dann jeweils eine Minute ziehen lassen, sodass wir insgesamt 4 Minuten angegrillt haben. Dann sind wir mit dem direkten Angrillen auch schon fertig. Und wir legen hier oben auf den Ablagerost. Sie jetzt ein bisschen Zuckerrübensirup dazu.
dem warmen Fleisch schmeckt, fängt er gleich an zu schmelzen, dass er sich mit dem Pinsel super hier verteilen lässt. Bei dem anderen ganz genauso. Befindest du jetzt nur die eine Seite ja. oder beide Seiten? Ja, ich mache die nur von einer Seite, weil der ist natürlich relativ intensiv vom Geschmack her. Und ist letztendlich auch so, wenn du das Steak jetzt auf den Teller packst, mit dieser Sirupseite nach unten. Und du hast jetzt einen relativ warmen Sirup, der ist noch flüssig und der wird kalt auf dem kalten Teller. Dann klebt ihr das wie mit Patex ein Stück Fleisch auf dem Teller fest. Und das wäre jetzt ein bisschen doof, deshalb nur die Oberseite einpinseln. Und darauf verteilen wir jetzt ganz leicht mit dem Löffel den Sesam. So, was runterfällt, den Sesam hörst du, der fängt nämlich gleich an zu knistern. Und okay, auf der anderen Seite immer mit Sesam. Ist das bereits angerösteter Sesam? Der ist hier tatsächlich gerösteter Sesam, es gibt auch ungerösteten. Du könntest jetzt beiden nehmen, weil es jetzt natürlich nochmal warm hier drin. Brenner machen wir jetzt auf kleinste Stufe hier unten, dass es praktisch nur nochmal nachzieht. Bei dem ungerösteten Sesam musst du halt nur gucken, dass er geschälter ist. Weil ungerösteter Sesam, wenn du den jetzt erst nach dem aufmachst und der ist ja, der wird nicht erhitzt, dann neigt er dazu, die hat Salmonellen drin und da kann man sich ja, fies weit wegholen. Deshalb ist immer besser, gerösteten Sesam zu nehmen oder wenn man Sesam hat, dass man den eh mal erhitzt. Wie lange bleibt das Steak jetzt da oben auf dem Ablagerost? Circa 5 Minuten, bis wir eine Kerntemperatur von knapp 70 Grad erreicht haben. Da sind die Jungs und Kerntemperatur ist erreicht, von daher können wir den jetzt runternehmen. Herrlich, dampfendes Steak, so muss es sein. Und wir sagen, machen wir Mittelschnitt? Machen wir Mittelschnitt. Zack, da immer rein. Drüse raus und reingucken. Saftig geil gekostet. Mega. Also ich habe selten so ein saftiges Schweinefleisch gehabt. Aber ich davon muss ich sagen, Schweinefleisch, diese Sauerei mit dem Koriander drin und die diese kräftige Aromen der von diesem Rübenkraut, von der Zuckerrübensirup mit zusammen mit dem gerösteten Sesam ist ein Knüller. Also du hast richtig so kräftig im Mund, du hast die Süße dabei, hast jetzt den Salz hier dazu, also sehr, sehr geil und ich muss sagen, eine der besten Art und Weisen, wie man so kleine Nackensteaks mal völlig anders machen kann. Ich meine, der Garpunkt kriegt den an, der ist über jeden Zweifel, haben wir wieder drauf hier. Und das ist nur mal, die kannst du ja problemlos nachmachen. Weil ich meine, so ein Gewürz kannst du Kurven zusammenmischen. Zuckerrübensirup und Sesam hat man auch meistens im Haus. Und so ein Schweinefleisch ist halt auch nicht so die Unmöglichkeit. Und ich kann euch bloß sagen, macht unbedingt mal nach. Ansonsten folge ich mich über den Daumen nach oben. So geil. Den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt. Feines Grillen Barbecue. Macht's gut. Ich bin hier. Hier. Macht's gut. Ich bin voll im Fleischrausch. Mega geil.